Jo Leute, was geht ab? Terweißer am Start für euch. Willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute dabei mit dem guten Husky Lasse. Der postet hier nur so ein bisschen, will hier so ein bisschen angeben. Und Miss Unbekannt ist dabei, fährt zum ersten Mal auf meiner KTM. Kannst du dir mal ein bisschen was erzählen? Fährst du Motorrad? Bist du schon mal gefahren? Hau mal was raus. Ja, ich habe eine 125er. Seit 3 Jahren ungefähr. Aber ich habe noch nie so ein Ding hier gefahren. Ich kann das Ding nicht lenken. Ich habe zu kurze Beine. Also bin ich mal gespannt, wie das wird. Okay. Ich würde sagen, let's go, weißt du, wo Kupplung und das weißt du alles, ja, ne? Sicher? Ja. Ah ja. Okay, bei der ist jetzt wichtig, für deine 125er Viertakt kannst du nur so ein bisschen vergleichen, ne? Lasse, was würdest du sagen? Ist ungefähr das gleiche von der Leistung. Die hat jetzt 12 PS, deine hat 15 PS. Also ist echt das gleiche. Genau, müsste ja ungefähr das gleiche sein, oder? Ist so. Also. Hue, Song und KTM ist auch eigentlich. Genau, ist eigentlich das gleiche. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal, machen mal die KTM an. Und dann gucken wir mal. Adiletten sind auch wieder am Start. Oh, ich habe sogar ein Loch in der Sache. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Ja, da war. Die sind halt frei. Bis unbekannt ist das hier zu lange, zu langweilig. Da war. Richtig. Geht's dir noch gut oder was? Wie du hier durchballerst? Fährt der wie eine Bekloppte, Alter! Wo hast du deinen Führerschein gemacht? Junge, ich hab richtig. Ich hab richtig Angst gehabt, ey. Du hängst ja nur so. Alter, krank! Wir sind 70 gefahren oder so. Was machst du mit ihr, Lasse? Was soll das? Ich weiß es nicht. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Das war schon ein bisschen dreist. Und du fährst auch wie eine komplett bekloppte, Alter. Ich fahr gerne schnell. Ich bin ja fast runtergefallen vor den Bombs. Übertreib nicht. Hä? Ich hab das auf Video. Sagst du? Die ist noch ein bisschen stumpf vom Motorradfahren. Der Schock sitzt hier noch in den Gliedern. Wie sieht das aus? Das ist dein Schnauzer. Schön, das ist so, es immer lange Haare hat beim Fahren. Ich finde das gut. Miss Unbekannt jetzt hinter der Kamera, das war uns zu langweilig mit ihr. Die kann das schon alles. Die ist wie eine Bekloppte, hat die hier mein Motorrad versenkt. Guckt euch mal meinen armen Reifen an. Eieieiei, das sah doch nach einem Burnout aus. Guck mal da die Straße. Darum haben wir uns jetzt einfach unsere Kamerafrau geschnappt, die richtig Lust hat auf ein Video, ne? Sie hat Angst vor Motorradfahren, ein so, bisschen. Sie ist noch nie in ihrem Leben, noch nie bis zum Motorrad gefahren, oder? Okay. Das heißt, wir werden es mal probieren und wenn die KTM kaputt geht, dann ist heute der Tag. Was sagt ihr? Ja, ne? Wird schon. Schaffst du schon, oder? Nee. Okay, ich schieb sie überhaupt. Also, der Reifen hat auf jeden Fall die richtige Temperatur jetzt. Okay. Ist so, okay. Ich muss da erstmal. Ja, jetzt ist sie niedrig genug für dich. Ich find's schon süß ein bisschen, ne? Okay, du kommst auf den Boden, ne? Ja. Sehr gut, weil ich tiefer gelegt habe. Ja. Gut? Ja. Okay, jetzt guckst du mal. Dass du da drauf startest du. Auf den grauen Knopf. Da muss man rauf? Ja. Okay, Kupplung. Leute, Kupplung immer gehalten. Okay, warte mal. Das war mein Fehler. Hast du Gang reingemacht? Ich war das, sorry. Echt? Ja. Tut mir leid. Tut mir leid. Okay, jetzt kannst du nochmal auf den grauen Knopf. Jetzt passiert nichts. Sicher? Warte. Einfach drücken. Ja, einfach drücken. Nichts anderes. Nichts anderes.
erste Runde. Okay, jetzt sind die Füße auf die Füße. Jetzt setzt das hier ganz, ganz langsam vor. Jetzt ist es ein Abflug, aber ganz langsam vor. Sie wollte ein bisschen Enduro fahren. Okay, aber das hat sie sehr gut gemacht. Also ich finde, das ist auf jeden Fall filmreif gewesen. Das hat sie gut gemacht. Ja, nicht jetzt runter. Komm, hol den High Five ab, meine Liebe. Sehr schön. Auf! Lass mich! Halt, stopp! Okay. Kamerafrau ist wieder Kamerafrau. Wie ist es dir gegangen? Ist gut? Ja. Ja. Sehr gut. Richtig gut. Ich würde sagen, wir fahren wieder nach Hause. Es gibt nämlich noch eine Kleinigkeit, was wir noch mit ins Video bringen. Und zwar kannst du einmal ganz kurz rumkommen zu seinem Kennzeichen hier. Film mal da drauf. das ist auf jeden Fall in der Mitte einmal komplett gerissen. Und wir probieren das jetzt so ein bisschen zu fuschen, zu kleben.